Ja, hallo allerseits. Ich würde gern anfangen, auch wenn wir noch nicht ganz vollzählig sind, aber wir brauchen die Zeit. Zuerst noch mal ein paar organisatorische Bemerkungen. Also, heute sehen wir uns das letzte Mal in diesem Jahr und wir sehen uns dann wieder am Montag, den 10. Jänner und dann noch am Montag, den 17. Jänner. Und die Prüfung ist Montag, den 24. Januar. Montag, 24. Januar ist unser Prüfungstermin und Sie haben wie immer die Möglichkeit, dass die Prüfung auch nach den Semesterferien zu machen, in, sozusagen in der ersten Stunde. Und das wäre Montag, der 7. März, zur gleichen Zeit. Und die Vorlesung geht dann weiter. Also wir beginnen dann mit der Frührenaissance und machen dann weiter. Und die beginnt dann am Montag, den 14. März, so wie gehabt. Also das geht einfach mehr oder weniger nur durchbrochen sozusagen durch die Feiertage und die Semesterferien geht es weiter. Sie finden die Termine immer bei uns im Netz, auf unserer Homepage und Sie finden sie immer angeschlagen bei unserer Lehrkanzel, also vor am Gang. Und ich kann Sie nur immer wieder ausdrücklich bitten, mir keine persönlichen Mails zu schicken, die ich ununterbrochen kriege. Wann ist der nächste Prüfungstermin? Wann ist der Prüfungstermin? Ich beantworte das nicht, ja, sondern also Sie sind wirklich erwachsen genug, sich zu informieren und die Informationen sind ja mehrfach gegeben. Zu der Prüfung brauchen Sie sich nicht anmelden, weil die Anmeldung findet in der Stunde statt. Also ich habe dann einfach die Anmeldungsformulare dabei. Was Sie brauchen, ist ein Papier und was zum Schreiben. Und ich kann das nochmal wiederholen, ich werde es auch nochmal wiederholen. Die beste Vorbereitung ist, Sie hören konzentriert in der Vorlesung zu, Sie lesen das Skriptum nochmal durch oder schauen sich das nochmal im Film, sozusagen im Netz nochmal an und Sie schauen sich einfach Material an von den jeweiligen Zeiten, also frühchristliche Kunst, romanische Kunst, gotische Kunst etc. Ich prüfe keine Details, sondern es wird immer um Grundfragen gehen. Ja. Gibt es Fragen dazu? Okay. Ja, wir haben uns in der letzten Stunde mit der gotischen Kathedralkunst in Frankreich beschäftigt und wir haben gesehen, dass hier wirklich ein bestimmtes Land und sogar ein bestimmter Landstrich, die Ile-de-France, wirklich im späten 12., im 13. Jahrhundert praktisch so etwas übernommen hat wie die künstlerische Führung der Entwicklung. Und das war eben die Ile-de-France, die Kathedralkunst um Paris herum. Und wir haben gesehen, dass es Gründe hatte, weil in dieser Ile-de-France diese städtische Entwicklung am fortgeschrittensten war. Und dort sich ein König mit den Städten praktisch zusammengetan hat und dazu beigetragen hat, dass es zu dieser Kathedralkunst kommen konnte, die getragen wurde von der Kirche, aber in Form von Bischof, von einer Kirche, die jetzt in der Stadt stand, von diesem sozusagen neuen Bürgertum und einem starken Königtum und deren Hintergrund von der Theologie her die Scholastik war. Und die Gotik hat natürlich ausgestrahlt in andere Länder, nach England vor allem, teilweise auch nach Spanien, sehr wenig nach Italien und mit einer unglaublichen Verspätung nach Deutschland und Österreich. Das werden wir uns dann in der nächsten Stunde anschauen. Wir befassen uns heute mit Italien. Wir gehen also von Frankreich nach Italien. Und wir werden sehen, dass in Italien die Entwicklung
anders verlaufen ist. In Italien ist es so, dass sich einige wenige Städte wiederentwickelt haben nach diesen ganzen Zusammenbrüchen. Und das war allen voran Florenz. Florenz, teilweise aus Siena, dann gibt es auch ein paar andere kleinere Städte drumherum, aber also mit einem wirklich starken Zentrum in Florenz. Und diese Entwicklung beginnt etwas verspätet als in Frankreich, im 13. Jahrhundert. Und dann wird Italien sozusagen ganz besonders wichtig im 14. Jahrhundert. Ab 1300 im 14. Jahrhundert, und zwar ist es eben nicht Italien, sondern es ist wirklich Florenz und diese wenigen Städte in Italien. In Italien nennt man das 14. Jahrhundert Trecento. Also weil die das anders rechnen, ja? Wenn das Jahr ist 1330, ist das für sie, hat das für sie etwas zu tun mit 13, und deswegen nennen sie es Trecento. Also das Trecento ist einfach das italienische 14. Jahrhundert. Und wir beschäftigen uns also heute im Wesentlichen mit der Kunst in Florenz im Trecento und dann noch mit der Kunst in Siena im Trecento. Man kann etwas überspitzt sagen, dass sich um 1300 in Florenz eine der weitreichendsten Revolutionen in der Kunst ereignet hat, wo eigentlich die mittelalterliche Malerei von einer neuzeitlichen abgelöst wurde. Und zwar spielt sich diese Revolution tatsächlich jetzt hier im Medium der Malerei ab. Also anders als in der Gotik ist es nicht sozusagen dieses Gesamtkunstwerk gotische Kathedrale, sondern was da wirklich ganz wesentlich passiert hier in der Malerei. Und hier gibt es wirklich auch, würde ich sagen, erstmals eine hervorstechende Figur, und das ist Giotto. Giotto, also geschrieben Giotto, G-I-O-O-T-O. Wir wollen uns also heute Giotto zuwenden und schauen, was eigentlich formal und inhaltlich diese ganz großen Neuerungen bei Giotto waren. Wir wollen uns dann natürlich überlegen, was waren seine künstlerischen Voraussetzungen, und wir wollen dann wieder den sozialen und historischen Voraussetzungen, Ursachen dieser Veränderung nachgehen. Giotto di Bondone wurde ungefähr 1266 wahrscheinlich in Colle di Vespignano bei Florenz geboren und starb am 8. Januar 1337 in Florenz. Also Sie sehen, wir haben jetzt schon Künstler, wo man zumindest das Sterbedatum auf den Tag genau kennt. Das zeigt auch schon, dass hier eine neue Vorstellung da ist. Sein Hauptwerk ist die von ihm und seiner Werkstatt vollständig ausgemalte Arena-Kapelle in Padua. Also wenn Sie je in der Nähe von Padua sind, das ist wirklich etwas, was sich lohnt, diese Kapelle anzuschauen. Die ist jetzt ziemlich frisch, sehr gut restauriert auch. Und Giotto hat die Kapelle, er und seine Werkstatt komplett ausgemalt. Also die ganze Kapelle ist wirklich von unten bis oben bemalt. Und diese Kapelle wurde von dem Kaufmann Scrovegni für den Ablass der Sünden seines Vaters und von ihm selbst gestiftet. Sie sehen ihn hier, Sie werden es nachher sehen, das ist ein Teil des jüngsten Gerichtes auf der
Westseite, wo das jüngste Gericht dargestellt ist, ist er hier unten dargestellt, wie er der Maria und zwei Engeln diese Kapelle darbringt. Arena, es heißt Arena-Kapelle, weil das ursprünglich mal eine römische Arena war. Man nennt sie Arena-Kapelle oder man nennt sie Scrovegni-Kapelle nach diesem Stifter. Also wir werden noch mal darauf zurückkommen, aber Sie sehen schon daran, ja, was das für ein unglaublicher Wandel ist. Also jetzt haben wir nicht ein Kloster, was ein Kloster baut, wo alle, die mit, also arbeiten, sozusagen Teile dieses Klosters sind. Wir haben nicht eine Kathedrale, die jetzt zwar in der Stadt steht, aber von Kirche, Stadt, König in Auftrag gegeben werden, sondern wir haben jetzt eine große Kapelle, also natürlich nicht so groß wie eine Kathedrale, aber immerhin, ja, eine Kapelle, die von einem einzelnen Mann in Auftrag gegeben wird, und zwar einem Maler, der aus Florenz stammt und der nicht jetzt irgendwie Teil eines Klosters oder irgendetwas ist. Ja? Also daran sehen Sie schon, dass sich da unglaublich viel offensichtlich verändert hat. Ja, ich werde dann auch nochmal auf diese Frage des Wuchers zurückkommen. Im Prinzip ist es so, ja, aber darüber reden wir nachher, aber das wird dann klarer. Hier haben Sie den Gegenblick, und da sehen Sie, hier sehen Sie da diese Szene von Scrovegni, die ich Ihnen innerhalb des jüngsten Gerichts, ich Ihnen vorher im Detail gezeigt habe. Wir sehen, also wenn wir sozusagen jetzt hier zum Altar hinschauen, diese Triumphbogenwand mit Gott Vater und den Engeln da oben, der Verkündigung Judas, der Begegnung, und hier zwei Feldern, über die ich noch sprechen werde, und dann die Längsseiten sind die oberste mit der Geschichte von Maria und die zwei unteren mit der Kindheit Christi, den Wundern Christi und der Passion Christi bemalt. In der Sockelzone, und auch das ist schon sehr erstaunlich, hier, ja, das werde ich Ihnen jetzt die Details zeigen, haben Sie Griseien mit den Tugenden und den Lastern. Eine Grisaille, das kommt vom französischen Wort gris, grau, ist eine Grau-in-Grau-Malerei, also eine Malerei, die praktisch ohne Farbe, die aber Stein eigentlich imitieren soll. Also das soll praktisch illusionieren. Also es sollte so praktisch so ausschauen, wie wenn wir hier unten Steinnischen hätten mit Steinreliefs. Also auch da sehen Sie schon, ein Medium, nämlich die Malerei, imitiert ein anderes Medium, nämlich die Plastik. Und das schaut ungefähr so aus. Also hier haben wir zum Beispiel Invidia, der Neid links, und rechts Infidelitas, also Untreue, und hier Inconstantia, also sozusagen die eben kippt, und Verleumdung, und hier wiederum die Tugenden Caritas und Spes, die Hoffnung. Ja, und da haben Sie das jüngste Gericht an der Westwand. Was auch eben erstaunlich ist, dass wir hier bei den früheren, also byzantinisch orientierten Kirchen, hätte dieser Pantokrator, der hier nur ganz klein oben auf der Triumphbogenwand ist,
hätte hier jetzt sozusagen die ganze Apsis gefüllt, als beherrschend faktisch. Und der rückt hier jetzt ganz klein hinauf, damit wir hier mehr Platz für diese Erzählungen haben. Das jüngste Gericht werden wir uns vielleicht nachher noch ein bisschen genauer anschauen. Sie sehen hier Christus als Richter mit den Aposteln und den Engeln. Hier die Seligen, die eben in den Himmel kommen. Skroveni auf der Seite natürlich des Paradieses, weil ja die Vorstellung ist, man kann sündigen so viel man will, wenn man nachher Buße tut und eben Ablass zahlt oder zum Beispiel so eine wunderbare Kapelle stiftet, dann kann man seine Sünden damit eben abbüßen und kann trotz all der Sünden eigentlich ziemlich sicher sein, dass man hier auf der Seite des Paradieses landet. Und hier von Christus aus geht dieser Feuerstrom, der dann die Hölle bildet, mit diesem großen Höllenmonster in der Mitte und allen möglichen Verdammten, die hier gequält werden. Ja, hier sehen Sie das ein bisschen noch im Detail. Also die Verdammten leiden, werden vor allem gequält, einerseits durch Feuer, aber andererseits durch Erhängung beziehungsweise auch durch alle möglichen Folterdarstellungen, die der damaligen Gerechtigkeitspraxis entsprochen haben. Nochmal eine genauere Darstellung. Praktisch zeitgleich schreibt Dante seine göttliche Komödie, wo er die Hölle ja systematisiert hat und ganz genau durchbeschrieben hat und also für jede Art von Sünde die entsprechenden Strafen beschrieben hat. Aber bei Giotto ist es noch allgemeiner, also nicht in der Weise systematisiert dann eigentlich wie bei Dante. Sie sehen hier dieses Höllenmonster, der die Sünder frisst und unten wieder ausscheidet. Und da diese wunderbare Vorstellung der Engel, die den Himmel aufrollen. Ja, und jetzt sehen Sie zeige ich Ihnen die. Hier an der Triumphbogenwand da die Begegnung. An der Pforte, also von Maria und Elisabeth, also wo sie realisiert, dass sie sozusagen beide schwanger sind. Und da Judas, das ist natürlich eine sehr seltene Darstellung, so prominent. Judas, der für die Silberlinge Christus verraten hat, und das ist natürlich eine ganz dezidierte Anspielung praktisch auf praktisch die Hintergründe dieser Kapelle, also dass eben, was man bereit ist, sozusagen für Wucher oder für Geld zu tun und dass das eben eigentlich natürlich eine schwerste Sünde ist. Sie sehen hier, der Teufel hat ihn schon gepackt. Also das erinnert sozusagen an die Hauptsünde, was eigentlich die Ursache für diesen Kapellenbau war. Ja, und da oben, da ist nun die Verkündigung dargestellt. Sie sehen hier den Engel und hier die Maria. Ich habe das hier nochmal praktisch zusammengeschoben. Und anhand dieses Beispiels möchte ich ein bisschen genauer darauf eingehen, was denn hier so neu und so anders und so revolutionär ist. Maria und der Engel, die knien jeweils in einer nach vorne offenen Architektur. Die Raumkörper, in denen sie knien, sind etwas schräg gestellt. Das heißt Folgendes,
obwohl natürlich nicht perspektivisch konstruiert wurde, ja, also die Erfindung der Perspektive, das ist erst eine Sache der Renaissance, also passiert erst im 15. Jahrhundert. Wir sind hier 1306, die Arena-Kapelle, also natürlich viel früher. Aber der entscheidende Schritt wird hier eigentlich geleistet, weil nämlich hier davon ausgegangen wird, mit dieser Schrägstellung, mit dieser Architektur, in die Figuren hineingestellt werden, passiert Folgendes. Erstens haben wir zum ersten Mal seit der Antike wieder die dritte Dimension in einem Bild. Wir haben hier nicht mehr nur die reine Fläche wie in der ganzen, also byzantinischen oder mittelalterlichen Malerei, wo wir entweder nur Goldgrund haben oder einfach nur Farbflächen, sondern wir haben hier zumindest die Andeutung von Raum, von einer dritten Dimension. Diese Figuren stehen also jetzt in diesem kleinen Kasten, in dieser kleinen Kastenarchitektur und nicht mehr einfach nur vor einer Folie. Und das ist das eine. Das zweite ist, dass indem diese Architektur der Verkündigung schräggestellt ist, bezieht sie sich praktisch auf einen Betrachter, der in der Mitte dieses Kirchenschiffs angenommen wird und damit sozusagen in der Mitte dieser Komposition steht. Was heißt das? Das heißt, dass hier die Kunst für einen Betrachter gemacht wird und nicht mehr nur zum Ruhm Gottes. Dass von vornherein davon ausgegangen wird, dass es so etwas wie einen Betrachter gibt, auf den hin sich das orientiert. Und das ist ein vollkommen anderes Herangehen als eben vorher. Und ich zeige Ihnen, damit Sie das besser verstehen können, nochmal zum Vergleich nochmal eine Verkündigung, die ist von Coppo di Marco Valdo von 1260. Also das ist nicht viel früher, ja, also das ist sozusagen die Generation früher. Und da zeige ich Ihnen hier diese Verkündigung dann nochmal im Detail. Aber schon einmal, wie sie angelegt ist, sehen Sie, dass sie einfach flächig praktisch neben das nächste Bild gesetzt wird. Und vielleicht sieht man das besser nochmal, wenn man das jetzt im Detail anschaut. Da sehen Sie, was ich meine. Da haben Sie eine Verkündigung, wo also beide Figuren stehen. Und es gibt zwar eine Andeutung einer Architektur, aber die Architektur selber ist eigentlich nur wie eine motivische Folie hinter der Figur, hat überhaupt keinen räumlichen Bezug zu der Figur, sodass auch die Figuren untereinander eigentlich keinen räumlichen Bezug und somit sozusagen keine reale Beziehung untereinander haben. Und diese ganze Szene ist sozusagen nicht in irgendeiner Weise auf ein Betrachterauge orientiert. Bei Giotto kommt dazu, dass die Art der Architektur durchaus eine Trecento-Architektur ist, also eigentlich eine damals hochmoderne Architektur, und dass durch diese kleinen Details hier, also der Vorhang, der das öffnet, der ein bisschen der Schatten und das Lesepult, wirklich ein bisschen so etwas wie zumindest ein Kastenraum gebildet wird. Natürlich ist es kein Interieur, ja, in dem Sinn, aber es ist der Beginn einer Interieurmalerei, die dann in den Niederlanden später wirklich ausgebaut werden wird. Und wenn Sie die Figuren selbst anschauen, dann sehen Sie, dass Giotto hier einen neuen Figurentypus schafft. Es sind nicht mehr diese spiraldünnen, völlig überlenkten und völlig unkörperlichen Figuren, diese noch sehr stark byzantinisierenden, sondern es sind voluminöse, blockhafte, unglaublich plastische
Figuren, ganz monumentale, sehr vereinfachte Figuren. Und auch die Gesichter sind sehr klar und von einer klassischen Einfachheit. Bei der Maria fehlt das Marforion, also sie hat nicht mehr dieses Tuch, sondern sie hat geflochtene Zöpfe und der Heiligenschein ist faktisch auch schon räumlich mehr oder weniger an sie angepasst. Es ist sozusagen nicht mehr einfach nur ein Zeichen für etwas, also ein symbolisches Zeichen für etwas, sondern es ist wirklich eine konkret vorstellbare Szene. Und so erhält hier in der Arena-Kapelle jede Szene einen ganz individuellen Charakter, je nachdem, was sie für ein Thema darstellen soll. Und das ist auch etwas völlig Neues, dass praktisch, dass jetzt so etwas geschaffen wird wie Bildkompositionen, dass die Figuren nicht einfach parataktisch einfach so nebeneinander angeordnet werden, sondern dass jetzt Bilder tatsächlich komponiert werden. Und das zeige ich Ihnen in ein paar Beispielen. Sie sehen hier die Ruhe auf der Flucht. Und auch hier sehen Sie wieder, wir haben jetzt erstmals eine Räumlichkeit. Das erste Mal wieder eine dritte Dimension. Die ist zwar gering, ja, aber es ist nicht mehr einfach nur Fläche. Und wir haben diese enorme Plastizität, ja, diese voluminösen, skulpturalen, plastischen Figuren. Und wir haben zumindest einen minimalen Ansatz von Landschaft, die jetzt, das sehen Sie hier, sich auf die Figuren bezieht. Das heißt, der Berg, der geht hier so runter und läuft aus um die Bewegung des Esels und von Josef und Maria zu betonen, also praktisch mitzugestalten. Oder hier die Auferweckung des Lazarus. Auch hier sehen Sie, hier wird komponiert, hier wird ein Bild komponiert. Es ist nicht so, dass ein Bild einfach aufhört, weil ein Rahmen da ist, sondern es gibt so etwas wie eine innerbildliche Einheit. Das Bild hat praktisch, könnte man jetzt nicht einfach irgendwo abschneiden oder einfach beliebig verlängern. Es wird wirklich eine Szene hier komponiert, die nachvollziehbar ist. Und auch da wieder dieser Berg, der natürlich noch ziemlich abstrahiert ist, der folgt hier und betont hier diese Figurengruppe mit diesem auferstandenen Lazarus. Und Sie sehen bei solchen Figuren, wo er versucht, schon eine Figur praktisch im Raum eigentlich darzustellen, mehr oder weniger von hinten auch darzustellen. Oder hier die Begegnung an der goldenen Pforte, also das ist Joachim und Anna, also die Eltern von Maria begegnen sich an dieser goldenen Pforte. Auch hier sehen Sie, dass die ganze Art, wie die Komposition ist, dass die Bezug nimmt auf das, was dargestellt werden soll. Es ist eine Begegnung, es ist ein Wiederfinden und das wird hier durch den Torbogen betont und durch diese Brücke nochmals betont. Und unglaublich schön sehen Sie diese monumentalen Figuren, die jetzt gar nichts mehr haben von diesen mittelalterlichen Spindeldüren, sozusagen ganz transzendental wirkenden Figuren. Ich zeige Ihnen einfach nochmal zum Vergleich, ja, für das, was ich meine, eine völlig beliebige mittelalterliche Wandmalerei, wo Sie sehen, wie anders das abläuft, dass hier einfach die Architektur das Grundlegende ist und in die Architektur, die Malerei eingebunden wird und nicht von der Szene selbst ausgegangen wird, sondern von der Architektur und die Malerei sich dezidiert und absolut dieser Architektur unterzuordnen hat. Nochmal eine Szene
der auferstandene Christus begegnet Maria Magdalena, wo sie sehen, dass auch hier eben Christus faktisch diese Szene abschließt, indem er sich zu Maria Magdalena nochmal umwendet und es sozusagen eine innerbildliche Schließung dieser Szene gibt. Ja, und eine der unglaublichsten Dinge, die eine riesige Folgeentwicklung haben wird, sind diese vielleicht unscheinbaren Dinge, die Sie hier sehen. Hier wird Architektur illusioniert. Hier wird eine Nische illusioniert, wo überhaupt keine Nische ist. Was heißt das? Das heißt, dass sozusagen das Verhältnis von Malerei und Architektur mehr oder weniger umgedreht wird. Vorher haben wir Architektur, die absolut bestimmt, wie die Malerei zu setzen ist. Ja? Wenn ein Bogen ist, dann wird die Malerei über diesen, um diesen Bogen gemalt. Und die Figuren werden so und so gedreht, dass sie sich dem irgendwie anpassen. Und hier bestimmt die Malerei, die Architektur, beziehungsweise hier illusioniert die Malerei eine Nische, die es überhaupt nicht gibt. Hier sehen Sie das im Detail. Natürlich kann man sagen, was soll das darstellen? Das ist sehr wahrscheinlich das Sakramentshaus gemeint, ja? Was nicht jetzt sozusagen plastisch da ist, was eben praktisch hier nur als Malerei existiert. Und das leitet eine Entwicklung ein, die natürlich dann in der Renaissance aufgegriffen wird, im Barock, den ganzen Barock bestimmen wird, wo natürlich die Malerei Architektur illusioniert, aber alles Mögliche illusionieren wird in den barocken Kirchen. Also das sind hier vollständig neue Erfindungen. Ja, ich zeige Ihnen einfach nochmal, damit Sie das sozusagen nochmal vor Augen haben, kurz vor Giotto, spätes 13. Jahrhundert, so eine Croce di Pinta. Also das ist sehr typisch für das 13. Jahrhundert in Italien. Tafeln mit dem Christus am Kreuz mit verschiedenen Bildtafeln, die ihm zugeordnet sind. Und da sehen Sie Goldgrund, total frontal, Figürchen einfach nebeneinander, null Raum, null Plastizität und keine in irgendeiner Form inszenierten Szenen. Und hier, um das nochmal genauer vergleichen zu können, die Beweinung Christi von Giotto verglichen mit einer Beweinung kurz davor, ja? Also das ist einfach eine Generation davor. Da sehen Sie rechts wieder Goldgrund, total flächig, null Raum, keine Plastizität, ganz, also sozusagen einfach abstrakt letztlich. Und bei Giotto haben wir diese Räumlichkeit, diese enorme Plastizität, bewusst diese Rückenfiguren gesetzt, dass man faktisch in den Bildraum hier hineinkommt. Und dann, einen Moment, das war jetzt so. Ja, und dann hier diese oben, diese Engel, die also in totaler Verzweiflung über den Tod Christi ihre Emotionen hier ausdrücken und wo auch jetzt von der Emotionalität, ja, von der Darstellung von Emotionalität an neue Möglichkeiten vorhanden sind. Diese Emotionalität sehen Sie zum Beispiel auch hier. Joachim, also das ist den, den wir da bei der Goldenen Pforte gesehen haben, der Vater Maria. Es ist ja so, dass auch Joachim und Anna eben alte Eltern waren, die einfach kein Kind haben konnten und todunglücklich waren deswegen. Und der Joachim will sein Lamm hier opfern und der Priester schickt ihn weg und sagt, wenn er also sozusagen kinderlose Eltern dürfen hier nicht opfern. Und er kommt dann zu seinen Hirten zurück, tief betrübt. Ja? Und das ist so, also dass man jetzt anfängt, eine Szene so darzustellen,
dass sie nachvollziehbar ist, ja? Dass man einfach sieht, der ist jetzt total traurig, total melancholisch, ja? Und der Hund kommt und will ihn begrüßen und er beachtet den irgendwie gar nicht und die Hirten wissen nicht, was los ist. Also dass es irgendwie so erzählt wird, dass einen das faktisch anrührt, ja? Und man sich, dass man das nachvollziehen kann. Das ist eine ganz neue Geschichte hier. Nun wird auch die Umwelt des Menschen einbezogen. Sie sehen hier Anna, also eben die Frau von dem Joachim. Also Joachim und Anna konnten keine Kinder haben und dann kam der Engel und hat Anna geweissagt, dass sie doch noch ein Kind bekommen werden und das wird Maria sein. Und es ist ja dann so, dass im 13. Jahrhundert sich das durchgesetzt hat, die Vorstellung, dass nicht nur Christus jungfräulich empfangen worden ist, sondern auch Maria jungfräulich empfangen worden ist. Das ist der 8. Dezember, den wir gerade gefeiert haben, Empfängnis Mariae. Da gab es einen Streit zwischen Dominikanern und Franziskanern im 13. Jahrhundert, ob das so ist oder nicht, und das hat sich dann durchgesetzt und seither feiern wir das. Also hier sehen Sie den Engel, der Anna das voraussagt. Und auch hier wieder, es ist natürlich noch keine Interieurmalerei, aber immerhin, und das sind praktisch die entscheidenden Schritte, die Figur wird in eine Art Puppenhaus gesetzt. Also es ist wie ein Puppenhäuschen, wo man vorne die Front weggenommen hat und man da praktisch hineinschauen kann. Also es gibt schon so etwas wie einen Raum und eine Figur, die in einen Raum hineingesetzt wird. Und es gibt eine Art Genre-Szene, die jetzt nicht unbedingt notwendig wäre, die man einfach bei, also die jetzt keine biblische Bedeutung hat, keine religiöse Bedeutung, keine symbolische, sondern die einfach eine narrative Bedeutung hat, die Magd, die hier da sitzt und spinnt. Also dass Szenen faktisch jetzt ausgemalt werden. Oder hier die Geburt Christi und die Weissagung an die Hirten. Hier der Judaskuss, also der Verrat von Judas, der einfach unglaublich dramatisch jetzt inszeniert wird. Auch hier haben Sie wieder die Verräumlichung, in dem diese vielen Köpfe alle, also nicht einfach übereinander angeordnet sind, sondern sich alle komplett überschneiden, sodass man wirklich das Gefühl hat, einer gewissen Räumlichkeit, einer tiefen Dimension und auch einer Masse. Und dann dieser Judas mit diesem unglaublich Schwung dieses gelben Mantels und diese Augen, also die zwei, also Christus, der ihn da hier, also dezidiert in die Augen schaut und dieser Blick, also das heißt, dass hier wirklich diese Verratssituation, diese psychologische Seite dieser Verratssituation nachvollziehbar wird. Also dass nicht mehr nur die theologische Dimension vermittelt wird, zeichenmäßig, sondern dass das wirklich emotional eigentlich erfahrbar wird. Hier die Kreuztragung Christi. Ja. Hier noch die Hochzeit Maria mit Josef, wo Sie sehen, dass jetzt schon so etwas wie eine Hochzeit dargestellt wird und ein Musikant, der Musik macht. Ja, also so viel zu dieser Arena-Kapelle, wo wir wirklich sagen können, das ist so etwas wie die Geburtsstunde der modernen, also der frühneuzeitlichen Malerei, 1306. Giotto hat mehrere Fresken gemacht und er hat aber auch, es gibt auch Tafelbilder und das, was Sie rechts sehen, ist die Ognissanti Madonna von ihm, also Ognissanti heißt Allerheiligen, die Madonna Allerheiligen und ich vergleiche das hier mit einem Werk gleichen Themas von Cimabue. Cimabue ist
hat bis, also die, diese Madonna von Cimabue ist circa von 1290 und die Onisanti Madonna ist ungefähr 1306 bis 10. Also da liegt wirklich jetzt, da liegen nicht einmal 20 Jahre jetzt dazwischen. Und auf der einen Seite kann man sagen, Cimabue war ein ganz wichtiger Vorläufer von Giotto. Trotzdem können Sie hier die Unterschiede sehen. Bei Cimabue noch dieser Thron, der zwar schon der Versuch macht, ja, einer gewissen Verräumlichung, aber nie im Leben diese Verräumlichung hat wie dieser Thron hier. Dieser Thron hier, das sehen Sie, der ist hier durchbrochen und man sieht, dass die Engel und hier auch die Heiligen hier durchschauen können, ja, sodass wirklich das Gefühl einer Verräumlichung eigentlich da ist. Dann die Engel selber, hier flächig übereinander, jeder Engel, jeder Heiligenschein komplett sichtbar. Hier überschneiden sich die Engel, sodass sich sogar die Heiligenscheine überschneiden. Dann das Licht. Goldgrund ist auch noch bei Giotto, das ist auftragsgebunden, noch lange Zeit bei Mitteltafeln und Altarflügeln. Also das war sicher die Mitteltafel eines Altarflügels, wo nur noch die Mitteltafel erhalten ist. Das war sozusagen, das war einfach klar, das muss Goldgrund sein. Aber trotz Goldgrund sehen Sie bei Giotto schon eine andere Auffassung von Licht. Hier haben Sie noch diese byzantinisierenden Goldfäden auf den Gewändern. Bei Giotto haben Sie noch nicht die Vorstellung, dass das Licht eine vom Körper unabhängige Kategorie ist. Aber das Licht wird schon als körpermodellierend eingesetzt. Und das ist neu. Sie sehen hier, wie da, also bei den Engeln kann man das sehr schön sehen, da, wo das Knie vorne ist, ist es am hellsten und in den Schattentälern wird das dunkel und auf die Weise wird praktisch die Plastizität modelliert. Und dann das Christuskind, was hier jetzt ein durchsichtiges Gewand anhat und hiermit praktisch irgendwie der Körper dieses Christuskindes sichtbar wird. Und auch da wieder nicht mehr die byzantinisierende Figurentypus, sondern dieser unglaublich monumentale neue Figurentyp mit dieser enormen Wuchtigkeit und monumentalen Vereinfachung. Ich zeige Ihnen noch die Vorstufe von Cimabue, dass Sie diese Linie sehen können. Hier ein Werk von Margaritone, das ist ungefähr 1200. 70. Rechts 1270, Cimabue 1290, Giotto 1310. Da können Sie diese Linie sehr schön nachvollziehen. Margaritone, das ist wirklich noch volles Mittelalter, totale Frontalität, totale Bedeutungsperspektive, ein Christus, der wie ein kleiner Erwachsener völlig flächig vor dieser Madonna schwebt, sie total starr, ganz stark abstrahierend. Und wir haben ja hier schon, also bei Cimabue immerhin, eine Andeutung ebenso von räumlichen Vorstellungen, beziehungsweise die Maria, die nicht mehr einfach nur ganz starr aus dem Bild schaut, sondern leicht den Kopf geneigt hat und eigentlich auch zu dem Christuskind hinweist. Ich zeige Ihnen hier einfach kurz die Voraussetzungen für Giotto, weil so revolutionär Giotto war, so sehr hat er auch Voraussetzungen. Jeder Künstler hat seine Voraussetzungen und seine Wurzeln und fällt nicht vom Himmel. Und das ist bei Giotto eben Cimabue und der römische Künstler Cavallini. Cavallini, den Sie hier sehen, der schon angefangen hat, kurz vor Giotto, mit diesen sehr stark monumentalisierten Figuren. Nun, für beide, für Cavallini und für Giotto, ist das eigentliche Vorbild
die französische Plastik, der Gotik. Diese neue, wir haben das gesehen letztes Mal, der Baudieu von Amiens, also es muss nicht diese Plastik gewesen sein, aber im Prinzip, ja, diese neue monumentale Form, die wird hier in der französischen Plastik ausgebildet, aber das Entscheidende ist natürlich, dass Giotto das jetzt ins Medium der Malerei übersetzt. Nun, also es gibt Maler vor Giotto, Cavallini, Cimabue, die wichtig waren, es gibt die französische Plastik und es gibt auch die italienische Plastik, die der Malerei voraus war. Also man kann schon sagen, dass eben im 13. Jahrhundert die Plastik als Medium der Malerei insgesamt voraus war und es gab einige unglaubliche Bildhauer in und um Florenz. Hier als Beispiel Arnolfo di Cambio, der ein ganz, also gerade für Florenz, für die ganze Plastik am Florentiner Dom, also am ursprünglichen Florentiner Dom, entscheidend war. Also da sind wir jetzt im späten 13. Jahrhundert, kurz vor Giotto, der schon diese ganz plastischen, voluminösen Figuren gestaltet hat und sogar noch vor ihm Niccolò Pisano, das Pisano, weil der aus Pisa stammt und sowohl in Pisa wie in Siena, in anderen Orten gearbeitet hat, um 1260, also um einiges früher, wo die Malerei noch ganz, also eben noch so ganz mittelalterlich war, hat der schon in der Plastik ganz neue, unglaublich monumentale Formen gefunden und er hat eben vor allem Kanzeln gemacht, wie Sie das hier sehen, wo ich Ihnen jetzt ein paar Beispiele davon zeigen werde. Es gibt eine, also mit die wichtigsten Kanzeln, die noch vorhanden sind in Siena und in Pisa. Und der hat sich nun mit Sicherheit wieder auch mit der Antike beschäftigt. Wir sehen, diese Befassung mit der Antike, das war nicht nur die Renaissance, das hat immer wieder Wellen gegeben, wo man sich mit der Antike befasst hat, hier eben in Italien durchaus auch schon im Duecento, also im 13. Jahrhundert, der Niccolò Pisano, so eine Art von Pferdedarstellungen, dermaßen komplizierte, also so genaue Beobachtungen von Bewegungen, von Plastizität, wäre völlig undenkbar gewesen ohne das Studium der Antike. Und wir sind hier eben durchaus noch, also im 13. Jahrhundert, wir sind hier noch mitten im Mittelalter. Man hat manchmal eine sehr falsche Vorstellung vom Mittelalter. Da gab es also gerade zum Beispiel in Italien schon mit dieser ständigen Möglichkeit zur Auseinandersetzung mit der Antike immer wieder diese Rückgriffe auf die Antike. Sie sehen das hier, der Kindermord, also diese enorm gekonnte Darstellung von Figuren mit ihren Bewegungen und Drehungen im Raum, das ist natürlich ganz erstaunlich und das gibt es außerhalb Italiens um diese Zeit nicht. Auch die Köpfe eben mit einer gewissen Form von Klassik, die einfach ganz erstaunlich ist. Ja, Sie sehen hier die Geburt Marias, wo Sie bei der Maria, denke ich mir, einfach sehr deutlich sehen, so ein klassischer Kopf, ja, auch mit dieser Gewandung und dieser Art von Halt, würdevoller Haltung, dieses Daliegen, das ist einfach antikisch. Da hat er sich einfach mit antiken Sarkophagen und alles Mögliche, was ja da auch rumlag, ja, immer noch sicher entscheidend auseinandergesetzt. Und jetzt kommt sein Sohn Giovanni Pisano, der jetzt auf dem Vater aufbaut und sich aber auch nochmal intensiv mit, auch mit der französischen Gotik nochmal auseinandersetzt und auch nochmal eben durchaus mit antiken Vorbildern.
sehr wahrscheinlich, also das ist am Fuße einer Kanzel, sehr wahrscheinlich Fortitudo, also Allegorien, und sehr wahrscheinlich Veritas, also die Wahrheit, oder sonst eine Allegorie. Jedenfalls ist keine Frage, der greift jetzt auf diese antike Venus Pudica von Praxiteles zurück. Und wir haben hier eine weibliche Aktdarstellung. Wenn ich Ihnen das zeigen würde, würden Sie das sehr wahrscheinlich nicht an, also um 1300 datieren, sondern eher denken, dass das eben entweder antik oder vielleicht ein Werk der Renaissance sei. Hier nochmal Giovanni Pisano, eine Geburt, wo Sie sehen, er im Unterschied zu seinem Vater verlässt er diesen sehr monumentalen antikischen Stil und geht über zu einem eher sehr emotionalen, sehr gefühlsbetonten Stil. Ja, also wie immer überlegen wir uns, wie ist das möglich, was war da in Italien, dass das so eine revolutionäre Entwicklung genommen hat. Und auch hier müssen leider nur ein paar Sätze genügen, was natürlich total vereinfachend und verfälschend ist. Nochmal kurz zurück zu Frankreich. Wir haben gesehen, dass dort der Punkt der war, dass sich der König mit diesen Städten, die sich sehr rasch entwickelt hatten, zusammengetan hat und dann sozusagen mit einem Bischofstum, ja. In speziell Florenz jetzt und diesen Städten ist das ganz anders gelaufen. Es gab gar keinen König und diese Städte haben sich einfach als Kommunen, als Städte so enorm weiterentwickelt und an der Spitze dieser Entwicklung schon beginnend im 13. und dann im 14. Jahrhundert ist das eben nun Florenz. Und Florenz hat sich, das kann man echt sagen, als Stadt zur größten Wirtschaftsmacht des damaligen Europas entwickelt. Und im Unterschied zu Frankreich, also abgesehen davon, dass das jetzt etwas zeitverschoben, etwas später ist, aber im Unterschied zu Frankreich ist das eben, passiert das hier nicht in Verbindung mit einem Königtum. Der Reichtum von Florenz beruhte zum größten Teil auf der Textilindustrie, dem Textilhandel und dem Bankwesen. Und zwar wurde Wolle von England und Flandern nach Florenz importiert und der gesamte Herstellungsprozess und der gesamte Handel lag in den Händen von florentinischen Kaufleuten und florentinische Kaufleute hatten jetzt Handlungsniederlassungen in sämtlichen europäischen Ländern. Der florentinische Gulden, der Florin, also nach Florenz Florin genannt, wurde sozusagen zur gesamteuropäischen Währung. Nun, einer der Gründe, warum Florenz dieser unglaubliche Aufstieg gelang, war der, dass der Papst sich mit diesem Florentiner Bürgertum zusammentat und dass es nicht römische, sondern Florentiner Bankiers waren, die die Finanzgeschäfte des Papstes führten. Und der Papst, das ist sehr, für uns heute vielleicht jetzt nicht mehr ganz so leicht nachvollziehbar, der Papst verfügte einfach damals aufgrund der Kirchensteuern aus der gesamten christlichen Welt auf die einzige wirklich verlässliche und stetige Einkommensquelle. Das heißt, dass zu einem Zeitpunkt, wo noch ja weitgehend wirklich feudale Verhältnisse herrschten und eigentlich kaum ein so etwas wie Kapital kaum vorhanden war, war das Kaufmannsdasein mit unglaublichen Risiken verbunden. Und das heißt, es war von unschätzbarer Bedeutung, so etwas wie einen sicheren Finanzpartner zu haben, und das war der Papst. Nun, es gab in Florenz allmählich haben sich sieben, also die Kaufleute und die großen Handwerker waren in Zünften organisiert
Und es waren dann im 13. Jahrhundert, haben sich herauskristallisiert, 7 Hauptzünfte in Florenz: Kalimala, Lana, Seta, also Wolle, Braunwolle, Seide, dann die Bankiers, die Richter und Advokaten, die Ärzte und Apotheker und die Pelzmacher. Und die wurden allmählich zu den führenden gesellschaftlichen Kräften. Ursprünglich waren es so etwas, waren diese Zünfte so etwas wie Schutzorganisationen, die auch wehrhaft sozusagen militarisiert waren und die die Interessen der Zünfte bzw. eben der Kommune gegen den Adel auch mit Waffengewalt vertreten hat. 1266 erlangten die 7 großen Zünfte Gleichberechtigung neben dem Adel und 1293 errang das florentinische Bürgertum seinen endgültigen Sieg über den Adel. Und das ist, also 1293, man kann auch sagen um 1300, ja, das ist ein epochaler Sieg einer Kommune, also einer Stadt gegen den Adel. Das heißt, dass sich hier die Stadt Florenz als Stadt vom Adel komplett losgesagt hat. Sie haben in diesem Jahr die Ordinamenti di Giustizia erlassen. Das heißt, dass jetzt die 7 Hauptzünfte faktisch die politische Gewalt der Stadt in der eigenen Hand hatten, dass sie eine eigene Rechtsprechung hatten, eine eigene Finanzverwaltung und dass sie das Recht hatten, sich eine eigene Verfassung zu geben. Das ist etwas total Neues und eine total entscheidende Entwicklung, wo der Adel geschwächt wurde und die Stadt, also die städtische Kommune, ungeheuer gestärkt worden ist. Und dieser epochale historische Sieg der Kommune gegen den Adel, das ist praktisch die Voraussetzung für die Kunst in Florenz, für die Kunst von Giotto. Das ist einfach, wie Sie ja auch realisieren, genau zeitgleich, beziehungsweise geht dieser Sieg dem Giotto, also einfach den Hauptwerken von Giotto, gerade um ein paar Jahre voraus. Und Sie sehen, dass die, diese sehr rationale Struktur von Giotto durchaus diesem Geist dieser städtischen Kommune entspricht. Und ansonsten ist es natürlich durchaus die Scholastik, die hier als weltanschauliche Grundlage gedient hat. Die Auftraggeber von Giotto waren durchwegs die allerreichsten Bürger von Florenz, also eben Scrovegni und dann auch andere, werde ich Ihnen noch zeigen, die Bardi und die Peruzzi. Aber ich möchte nochmal darauf zurückkommen, auf diese Auftragssituation. Wucher war verboten, also Wucher sind einfach hohe Zinsen. Ja? Also ich gebe dir 100 Florins und du gibst sie mir dann und dann wieder zurück, aber du gibst mir nicht 100 Florins zurück, sondern 150. Und das war Wucher, also das wurde damals Wucher genannt, heute nennt man das Zinsen. Und das war absolut verboten. Also von der Kirche her war das verboten. Es war eine Sünde, mit Geld sozusagen, über Geld praktisch Geschäfte zu treiben. Nun war das natürlich klar, dass diese Beginnen, das sind ja sozusagen erste Ansätze einer Kapitalisierung, das ist noch nicht Kapitalismus, ja, aber dass das ohne Wucher nicht ging. Und natürlich haben sie Wucher betrieben, aber die Situation war eben die, das hat sich schon im Hochmittelalter herausgebildet, die katholische Kirche hat das so eingerichtet, man kann Sünden begehen, man muss Buße tun. Und Buße heißt nicht nur Pilgerfahrten und Beten, das sowieso auch, ja, aber es heißt vor allem zahlen. Und natürlich der Kirche zahlen. Also das heißt, sündigst du? Schlecht, aber kein Problem. Hast du genug Geld? Und
spendest eine wunderbare Kapelle, dann kannst du schon ziemlich sicher sein, dass du trotz allem eben ins Paradies kommst. Für uns, also für die Kunst, ist das war das ein Segen, weil die meisten Kunstwerke, die wir hier haben, aufgrund dieser Geschichte entstanden sind. Ja, das heißt eben, die Scoveni-Kapelle ist der Vater von, also das Scoveni selber war ein Kaufmann und der Vater war offensichtlich ein sehr schlimmer, hat wahnsinnigen Wucher betrieben, also unglaublich überzogene Zinsen verlangt etc. Deswegen diese Kapelle gebaut worden ist. Ja, die Auftraggeber von Giotto, also wie gesagt, Scoveni und hier Bardi und Peruzzi, also in Santa Croce, leider beide nicht mehr gut erhalten, aber die Bardi und die Peruzzi waren die beiden größten Bankhäuser im 14. Jahrhundert. Das heißt, man sieht hier, wer die Auftraggeber waren. Die Auftraggeber sind also jetzt, ist nicht mehr die Kirche und es ist nicht mehr König mit Bürgertum und Kirche, sondern es sind Bürger, es ist entweder die Kommune oder es sind Bürger und es sind die allerreichsten Bürger, die jetzt eben einen Künstler wie Giotto engagieren können. Und Giotto ist nun ein Künstler, der jetzt nicht mehr in einem Kloster lebt, hat mit einem Kloster überhaupt nichts zu tun, der lebt in der Stadt. Er hat selber Webstühle besessen und die an Weber vermietet und hat immerhin 6 Anwälte beschäftigt, die das Geld seiner Schuldner eintreiben mussten. Es gab natürlich neben dem entmachteten Adel auch noch niedere Schichten des Volkes, also die Bauern und die kleinen Handwerker und vor allem die Weber, also die an diesen Webstühlen saßen, die natürlich jetzt noch nicht in diesem, also die auch in einer weltanschaulich eigentlich noch in einer sehr anderen Zeit lebten. Die untersten Arbeiter, die Ciompi, verfügten überhaupt über keine Rechte und waren auch keine vollberechtigten Zunftmitglieder. Und wie das immer so ist, am Anfang hat sich das sozusagen diese Patrizier, also diese reichen Städter mit diesen unteren Schichten zusammengetan gegen den Adel. Und kaum hatten sie den Adel besiegt, haben sie sich natürlich von diesen niederen Schichten auch wieder losgesagt. Nun, diesen Armen, das sind vorwiegend, in diesem Fall sind es vorwiegend die städtischen Armen, die Handwerker, die Weber, die Färber etc. Die haben natürlich jetzt unter dieser Situation durchaus gelitten und wir haben letztes Mal schon gehört, dass es im ganzen Mittelalter immer wieder sozial-religiöse Bewegungen gab und das gab es natürlich auch in Florenz, das heißt es gab massiven Widerstand auch von dieser Seite und in dieser Situation ist nun Folgendes passiert, das heißt etwas früher bereits, 1209, trat in Florenz Franz von Assisi auf, um dort zu predigen. Und Franz von Assisi war ein Laie, somit war seine Predigt eigentlich Ketzerei. Also predigen durfte ja nur ein Priester. Er vermenschlichte die Religion und brachte sie dem Gefühl der einfachen Menschen nahe. Er predigte, dass Christus arm gewesen sei, so wie sie, dass er ganz nah sei an ihrem Leiden und er predigte Armut, Demut und Handarbeit. Die Kirche war wie immer konfrontiert mit der Frage, was tun, verketzern oder integrieren und sie hat versucht, also sie hat sozusagen beides gemacht, sie hat an sich den Franziskanerorden gegründet und versucht, diese Lehre zu integrieren und diese Laienbruderschaft wurde also zu einem Orden
erhoben. Franz verließ dann aber das Kloster, um weiter als Wanderprediger tätig zu sein. Und er hat eben sein Testament hinterlegt. Also das Testament besteht eben aus diesen Hauptpunkten Armut, Demut und Handarbeit. Und es ist sehr symptomatisch, dass nach seinem Tode das Testament 1230, also ziemlich bald danach, von Papst Gregor IX. Für ungültig erklärt worden ist. Und man gesagt hat, wer das behauptet, der mache sich der Ketzerei schuldig. Daraufhin hat sich praktisch der Franziskanerorden gespalten. Es gab die offiziellen Franziskaner, die das akzeptiert haben, diesen völligen Wandel. Und es gab die sogenannten Fraticelli, die der Lehre von Franziskus treu geblieben sind. Und die wurden verketzert und sie wurden zum Teil auch verbrannt. Wer von Ihnen Umberto Eco kennt, den Namen der Rose, dort ist unter anderem diese Situation, wird dort also unglaublich gut geschildert. Dieser Franziskus hatte unglaubliche, diese franziskanische Frömmigkeit hat eine unglaubliche Bedeutung für die Kunst. Weil in dem Zusammenhang von all dem, was Franziskus gepredigt hat, entstand eben so etwas wie eine neue franziskanische Frömmigkeit. Und das heißt, dass in der Kunst das versucht worden ist, darzustellen, was Franziskus gepredigt hat, nämlich eine Vermenschlichung der Religion, ein Nahebringen der Religion an die Menschen. Und es gibt jetzt einige ganz wichtige Schriften, die eben die praktisch in diesem franziskanischen Geist geschrieben wurden. Das eine ist von Jacobus de Voragine, die sogenannte Legenda Aurea. Es ist ungefähr im späten 13. Jahrhundert entstanden, wo jetzt die Geschichten der Heiligen ganz ausführlich dargelegt werden. Und es gibt die Meditationes Vitae Christi des Franziskaners Pseudo Benaventura, wo das Leben von Christus sozusagen ausformuliert wird. Das heißt, es sind jetzt neue Schriften, die eine enorme Bedeutung haben, die überhaupt nicht in der Bibel stehen, wo jetzt unendliche Legenden erfunden werden, Geschichten erzählt werden, wo jetzt diese ganzen, also sei es das, die Geschichte Christi oder die Geschichte der Maria oder die Geschichte der Heiligen, als Geschichten, als Erzählungen dargelegt werden, sodass jeder einfache Mensch es nachvollziehen kann und emotional nachvollziehen kann und sich dem eigentlich mit dem völlig identifizieren kann. Also es gibt dieses Amos-Ideal und dieses Frömmigkeitsideal einer religiösen Innigkeit, das wird jetzt ganz stark aufgenommen und das wird von den ganz Armen aufgenommen, das wird aber auch von der Kommune aufgenommen, die das halt auf ihre Weise interpretiert. Und zum Beispiel die Franziskanerkirche Santa Croce in Florenz ist überhäuft von Donationen, also von Schenkungen von Bürgern, die eben auf diese Weise ihre Sünden jetzt hier abstatten wollen. Das heißt, das ist dann letztlich eigentlich nicht in einem in einem franziskanischen Geiste entstanden. Nochmal, um Ihnen diesen Wandel zu zeigen, rechts nochmal so eine Croce di Pinta, also ein bemaltes Kreuz aus dem Duecento, 13. Jahrhundert, noch sehr starr, Christus noch mit offenen Augen und dann etwas später im 13. Jahrhundert Cimabue, wo wir den toten Christus haben, den leidenden Christus, wo ein völlig neues Gefühl eigentlich hier in dieser Christusgestalt vorhanden ist. Und jetzt haben wir hier Giottos Christus, da sehen Sie wieder den Unterschied zu Cimabue. Cimabue, der noch ganz stark auf diese franziskanische Frömmigkeit anspricht, auf diese Mystik eigentlich. Und Giotto, der jetzt ein Kreuz macht, wo es eigentlich nicht in dem Sinn darum geht, sich jetzt mit dem Leiden Christi zu identifizieren, sondern was ihn interessiert, ist dieser Körper, wie der sich im Raum bricht. Ja? Der versucht jetzt praktisch, diesen nackten Körper im Raum zu erfassen. Also eigentlich eben ein ziemlich rationales
durchaus sozusagen diesem Patriziat entsprechendes Verhältnis zur Religion. Die niederen Schichten haben dann aber solche Dinge bevorzugt, die eben viel einfacher waren und viel didaktischer waren und viel nachvollziehbarer waren. Nun, in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts hat die Kunst von Giotto die gesamte Kunst in und um Florenz beherrscht. Sie sehen das hier ganz gut. Das ist natürlich nicht Giotto, sondern ist einer der unzähligen Nachfolger von Giotto. Und wie das eben so oft so ist, sind die Entwicklungen nicht geradlinig. Also das geht jetzt nicht von Giotto zur Renaissance, sondern es geht von Giotto bis etwa, eigentlich kann man das in dem Fall ziemlich genau sagen, 1348. Und dort kommt der totale Bruch und dann gibt es ein komplettes Rollback. Warum? Was ist da passiert? Es sind zwei Dinge passiert. Das eine ist, dass diese reichen Bardis und Peruzzis, also diese großen Bankhäuser von Florenz, den König von England finanziell, also den Krieg von King Edward III. Von England gegen Frankreich unterstützt haben, der den Krieg verloren hat. Und dadurch sind diese beiden Banken gekracht. Also Banken gab es halt wirklich damals schon, Finanzkrise. Und diese Banken haben gekracht, das ist das eine, das hat eine unglaubliche Krise ausgelöst. Das zweite, was aber noch viel schlimmer war, ...1348 brach die Pest aus und das war die größte Pestepidemie überhaupt. Es gab ja immer wieder Pestepidemien, aber diese Pestepidemie war so, die ging ja, also das war nicht nur Florenz, sondern die ging ja durch halb Europa. Und, aber Florenz war davon enorm betroffen und das hat einen Großteil der Bevölkerung einfach dahin gerafft. Und auch sehr viele von den bedeutenden Künstlern sind in dieser Pestepidemie einfach gestorben. Wozu hat das geführt? Das hat einerseits dazu geführt, dass die Chompis, also diese niederen Lohnarbeiter, 1378 einen Aufstand unternommen haben und tatsächlich für eine kurze Zeit die Herrschaft von Florenz in der Hand hatten, natürlich nur eine kurze Zeit, bis sie wieder abgesetzt worden sind. Und dann folgt eine Kunstentwicklung, die jetzt wirklich ein völliges Rollback ist. Und das ist interessant. Ich zeige Ihnen das. Das ist eben etwas, was man immer wieder beobachten kann. Also jetzt ist sozusagen Krise. Ja? Und Krise geht immer mit reaktionären Entwicklungen Hand in Hand. Und Sie sehen hier rechts ein Altar von Orcagna. Das ist also jetzt ungefähr 1370. Also das ist jetzt Jahrzehnte nach Giotto. Und Sie sehen diesen Rückfall. Starrer Goldgrund, kein Raum mehr, keine Erzählung mehr. Hier Traini, der Triumph des heiligen Thomas von Aquin. Jetzt geht man also wieder zurück in so völlig dogmatische, didaktische, theologische Darstellungen, die eigentlich ganz geometrisch aufgebaut sind. Keine Erzählung mehr, keine Emotion mehr, keine Dramatik mehr, kein Raum mehr. Das wird alles jetzt wieder zurückgedrängt. Ja, so ist es nicht eben geradlinig weitergegangen, sondern wir werden es dann sehen, die Frührenaissance wird dann wieder auf Giotto und anderen zurückgreifen, aber es ist nicht, diese Entwicklung ist nicht einfach weitergegangen, sondern sie ist wirklich abgebrochen worden. Aber ich möchte Ihnen zum Schluss doch noch ein bisschen etwas zu dem anderen Stadt sagen, die eine große Bedeutung hatte, nämlich Siena. Wobei ich dazu sagen muss, es ist nicht nur Florenz und Siena. Florenz ist bei weitem die wichtigste Stadt. Und dann kommt Siena und dann gibt es noch ein paar andere Städte wie Lucca, Pisa, Padua etc., ja, die natürlich schon auch wichtig waren, die teilweise aber auch zum Beispiel zu Florenz gehört haben. In Siena hat sich nicht eine Form von so reichen Familien entwickelt wie in Florenz. Es gab einen starken Mittelstand einerseits und es war in Siena so, dass auch der Adel
durchaus mitgesprochen hatte. Und hier war vor allem die Seidenindustrie auch von Bedeutung. Wir haben hier einige ganz wichtige Künstler. In erster Linie jetzt einmal hier Duccio, D-U-C-C-I-O, Duccio, Duccio von in Siena, der jetzt gleichzeitig praktisch mit Giotto hier in Siena gearbeitet hat. Und Sie sehen, das ist ziemlich anders. Also das hat nicht diese unglaubliche Monumentalität und dieses Rationale und irgendwie auch so Versachlichte. Duccio ist ganz stark, also kommt ganz stark auch von dieser franziskanischen Frömmigkeit her und hat dieses enorm gefühlvolle, dieses Sentimento einerseits. Er hat, was aber sehr wichtig war auch für die weitere Entwicklung, er hat sehr viele Massenszenen dargestellt, wo unglaublich viele Figuren auftauchen, die schon sehr wichtig sind. Und er hat sich nicht in der Weise natürlich losgelöst vom byzantinischen Einfluss wie Giotto. Hier sehen Sie diese Maestà, das ist ein Riesenwerk mit dieser Madonna in der Mitte und diesen unzähligen Tafeln dazu. Ich zeige Ihnen jetzt hier noch ein paar Einzelbeispiele, die Flucht nach Ägypten, wo Sie immer wieder sehen können, nicht diese komplette Absage an diese byzantinische Tradition, nicht dieses Monumentale, sehr gefühlsbestimmte Darstellungen. Aber ja, hier zum Beispiel bei diesen Engeln, die sich über den Thron der Maria an sich beugen, sehen Sie dieses Sentimento, diese Emotion, diese Innigkeit, die hier erreicht wird. Hier diese Massenszenen, also das ist der Einzug von Christus in Jerusalem. Das wird für die weitere Entwicklung große Bedeutung haben, dass Szenen jetzt dargestellt sind mit so unzähligen Figuren. Ja, Duccio, dann sein Nachfolger Simone Martini, den Sie hier sehen. Simone Martini, der hat in den 30er, 40er Jahren gearbeitet und ist dann durch das Schisma mit den Päpsten nach Avignon gegangen, was sehr bedeutsam war, weil auf die Weise dieser Trecento-Einfluss, also dieser Einfluss der italienischen Kunst nach dem Westen, nach Frankreich und von dort in die Niederlande, sehr wichtig geworden ist. Sie sehen hier links die Kreuzigung Christi. Und hier eben auch wieder diese franziskanische Frömmigkeit bzw. die Mystik. Also es geht darum, es ist nicht dieser monumentale Christus wie bei Giotto, sondern es geht wirklich darum, sich da hineinzusteigern, in dieses Andachtsbild, das Leiden Christi mitvollziehen zu können, wie die Figuren, die hier auch praktisch mitleiden, wie hier diese Maria Magdalena mit diesem erhobenen antiken Klagegestus, was sozusagen ein Appell ist, an die Menschen mitzuleiden und sich da hinein zu fühlen. Und diese starke Farbigkeit, die natürlich auch diesen emotionalisierenden Effekt haben soll. Ja, ein weiteres Bild von Simone Martini, eines dieser Bilder, die man überhaupt nicht eigentlich reproduzieren kann, weil die künstlerische Qualität fast nicht sichtbar wird, ist diese Verkündigung. Da sehen Sie einerseits das noch sehr höfische, also da sieht man praktisch, dass der Adel mit diesem höfischen, verfeinerten eine Rolle spielt. Man sieht, dass diese Seidenweberei eine enorme Bedeutung hat in dieser Stadt. Ich weiß nicht, wie weit Sie das sehen können. Sie können sich überhaupt nicht vorstellen, wie das gemalt ist. Also es ist von einer solchen Ästhetik. Das Gewand hier, man kann es nicht reproduzieren. Es ist sozusagen weiß mit so goldgestanzten Sachen drauf und dann hat es so einen bläulichen Schatten. Ja?
Und hier ist es dieser Stoff, dieser Seidenstoff ist in allen möglichen Farbtönen. Also das ist wie ein Juwel eigentlich ausgewählt. Das ist also von einer unglaublichen Ästhetik, dann dieser marmorierte Boden, also ist sozusagen von einer umwerfenden Schönheit. Ja, und jetzt kommen wir zu den letzten Künstlern, die ich Ihnen heute noch vorstellen möchte, auch in Siena. Also wenn Sie je nach Siena kommen, das lohnt sich, würde ich mal sagen. Erstens ist es eine wunderschöne Stadt. Und dann müssen Sie unbedingt in das Rathaus gehen. In der Mitte des 14. Jahrhunderts wirkten in Siena die beiden Brüder Pietro und Ambrogio Lorenzetti. Rechts Pietro Lorenzetti, eine Geburtsszene, wo Sie sehen, dass der jetzt, also diese Erfindung von Giotto, Figuren in so einen Kassenraum zu geben, weiterentwickelt insofern, als er das jetzt die Figuren im Vergleich mit der Architektur verkleinert und somit die Illusion, dass das wirklich eine Art Innenraum ist, steigert. Aber es ist natürlich immer noch wie so ein Puppenhaus, wo man vorne faktisch die Front abgenommen hat und natürlich noch keine wirkliche Interieurmalerei. Aber es ist ein ganz wesentlicher weiterer Schritt dahin. Und jetzt dieses Sieneser Rathaus. Siena hat in seinem Rathaus, da gibt es ganz viele Säle, die ausgemalt worden sind mit Wandmalereien. Und es gibt einen Saal, den eben Ambrogio Lorenzetti ausgemalt hat, kurz faktisch vor der Pest, der er auch leider zum Opfer gefallen ist. Und der Auftrag war, er soll das gute und das schlechte Regiment darstellen. Also das müssen Sie sich schon als Aufgabe vorstellen, was das heißt. Das hat es überhaupt noch nie gegeben. Eine Stadt, die sich jetzt, eine Kommune, die sich jetzt faktisch das Idealbild einer Kommune, also wie kann man ein Idealbild einer Kommune darstellen? Was ist eine wirklich gute städtische Regierung? Und man kommt da rein und es sind also drei Seiten komplett bemalt. Und das ist einerseits, es gibt die gute Regierung und es gibt die schlechte Regierung. Und beide haben eine allegorische Darstellung, die sehen Sie hier, die gute Regierung. Und, also das zeige ich Ihnen nur, damit Sie sich das ein bisschen vom Raum vorstellen können. Und dann gibt es für die gute Regierung, das zeige ich Ihnen gleich, eine Stadtlandschaft und eine Landschaft. Die Allegorie, also das ist ja eine Allegorie, ist die Darstellung eines abstrakten Begriffes, was ja sehr schwierig ist. Wie kann ich eine gute Regierung darstellen? Das kann ich im Prinzip einerseits, indem ich eben eine Allegorie mache, also nämlich Siena, darstelle und hier mit den Tugenden verbinde, hier mit dieser wunderschönen Parks, also Frieden. Frieden ist etwas vom Wichtigsten als Zeichen einer guten Regierung. Und hier, das finde ich auch ganz bedeutend, was sozusagen, was ist das Wichtigste, die wichtigste Grundlage einer gut funktionierenden Gesellschaft, einer gut funktionierenden Kommune? Es ist Justitia, also die Gerechtigkeit. Und es ist eben nicht Gott, der hier sozusagen als Oberstes dargestellt wird. Also es wird sozusagen eigentlich nicht mehr religiös formuliert, sondern es wird mit diesen allegorischen Konzepten formuliert. Es ist sozusagen Justitia in ihrer zweifachen Art, nämlich einer Gebenden, also sie gibt zum Beispiel Gesetze und sie gibt Land etc. und sie straft die Bösen. Und von Justitia, das ist Concordia, also die Eintracht. Wenn Gerechtigkeit herrscht, dann herrscht Eintracht. Das ist die Eintracht. Und dann kommen hier
Das ist dann wirklich faktisch der Rat der Stadt, also der Rat der Neune etc. Das ist jetzt, dauert ein bisschen zu lange. Und hier sind dann faktisch die Schlechten, die hier in der Tat gefangen genommen werden müssen, damit so etwas wie eine gute Stadt in irgendeiner Form funktionieren kann. Ja, jetzt passen Sie auf, jetzt muss ich das zuerst. Ja, also rechts sehen Sie die schlechte Stadt, also die natürlich jetzt leider nicht mehr so gut erhalten ist, mit den entsprechenden Allegorien, also einer Allegorie von Siena, die natürlich so Teufelszüge hat und wo jetzt nicht die Tugenden, sondern die Laster dargestellt sind. Moment, das wollte ich jetzt nicht, sondern ich wollte natürlich das da weitermachen. Ja, und auf der einen riesigen Längswand ist jetzt die Stadt dargestellt, die gute Stadt als Stadt. Also das heißt, das ist ein Bild von Siena, wunderschönes Bild von Siena mit der Architektur und mit allem, was in einer guten Stadt passiert. Also einmal tanzen die Musen in einer Stadt und es sind alle möglichen, also der Handel floriert und die Kinder gehen in die Schule und es wird verkauft und es wird gekauft, es wird geheiratet etc. Ja. Dann sind überall ganz wunderbare Details von Leuten, die aus den Fenstern schauen oder Katzen, die auf irgendwelchen Dächern herumklettern. Und dann hier, also das ist ein Bild, durch dieses Tor, ja, durch dieses Stadttor, da hier kommt man in diese Landschaft. Moment, ich möchte das nur etwas schärfer stellen, falls das geht. Naja, und das ist eine unglaubliche Sache, weil es ist die erste Landschaft nach der Antike. Es ist die erste nachantike Landschaftsmalerei. Es ist eine Landschaftsmalerei, die natürlich jetzt Landschaft fasst als zur Stadt dazugehörig, weil die Kommune kann nur existieren mit Ländereien. Und was in der, es ist eine Landschaft, die eine komplett durchkultivierte Landschaft ist, wo jetzt alles, was praktisch in der Landschaft zu passieren, also in der Natur zu passieren hat, dargestellt wird gleichzeitig. Es wird gesät, es wird geerntet, es wird Wein angebaut, es wird Getreide angebaut, es werden Früchte geerntet. Also das ist nicht eine bestimmte Jahreszeit gemeint, sondern es ist einfach gemeint, zu einer guten Stadt, zu einer guten Stadtregierung gehört ein Land, was befriedet ist, wo Friede herrscht und wo die Bauern sind, die in Ruhe sozusagen ihre Sachen anbauen können, damit sie ihre Sachen, das sehen Sie hier, alle in die Stadt bringen können und hier aus der Stadt kommen. Das sind noch Adlige, die hier mit dem Falken auf die Jagd gehen. Und das ist hier nochmal sowas wie Justitia mit einem, der hier gehängt ist, mit einem Text, der sagt, wer sozusagen die Ruhe des Landes stört, ja, der wird bestraft. Und Sie haben hier dann die schlechte Stadt, da wird überhaupt nichts mehr gemacht, außer es wird gemordet, es wird geraubt, es werden Kriege geführt. Hier haben Sie noch ein paar Details von dieser wunderschönen, funktionierenden, guten Stadt. Da auch nochmal ein Detail. Ja, und da nochmal die, und das ist jetzt die Natur, die zu dieser schlechten Regierung gehört. Und da sehen Sie, dass sie da wird überhaupt nichts mehr angebaut, da herrschen nur noch Kriege. Und wenn Krieg herrscht, wird alles verwüstet und dann kann überhaupt nichts mehr angebaut werden. Also Sie sehen, das ist, hier haben wir schon in Italien, Florenz, Siena, nochmal mit diesem Aufkommen dieser Kommunen eine völlig neue Kultur, wo wirklich so etwas wie die frühe Neuzeit beginnt. Ja. Ihnen wünsche ich schöne Feiertage und alles Gute zum neuen Jahr.